Hallo und herzlich willkommen zurück. Ich begrüße euch wieder im Anflug über Düsseldorf. Befinden wir uns gerade in einer Höhe von 7500 Fuß, glaube ich. Ja, 7300 Fuß. Der Flughafen Düsseldorf ist hier vorne, noch etwa 30 bis 40 Meilen von uns entfernt. Ja. Sinken weiter, sind bei 240 Knoten bereits. Hier sehen wir eine Menge Traffic links von uns. Hier vorne am Flughafen sehe ich noch nichts. Ich habe nachgeschaut, es sollte die Runway 23 aktiv sein, auf die ich gerade anfliege. Ich hoffe mal, sie ist aktiv. Das letzte Mal hatte ich einen komischen Bug. Bin auf Düsseldorf angeflogen und gestartet sind sie auf der 23 links und gelandet sind sie auf der 05 links. Also das war sehr strange. Mal schauen. Ja, links vorne sehen wir 318 CRJ 900. Ja. Ich aktiviere zur Sicherheit schon mal das Approach Phase, das werden wir nachher brauchen. Auto Brakes stelle ich auf 2 und die Spoilers arm ich schon mal. Sieht von der Geschwindigkeit ganz gut aus, die ich glaube nicht, dass wir die noch im Anflug brauchen. Den A320 habe ich gar nicht auf dem Schirm. Naja. So, wir continue descent. Das ist echt schräg, dass ich... Ah doch, jetzt habe ich ihn hier vorne. Jetzt, gerade eben hatte ich ihn nicht drauf. Jetzt ist er hier. Der A320-200. So. Sehen wir schon irgendwas da vorne? Hier hinten könnte theoretisch sein, dass das der Flughafen ist. Bin mir aber nicht sicher, wer weiß. Bisschen windig hier. Start. Tun sie da hinten raus. Passt. Extrem viel Traffic in dem Bereich hier. Ja, hier hinten sieht man die zwei starten. Hier startet gerade nichts, also sieht gut aus, sieht perfekt aus. So. Schon tief bereits. Bremsen wir hier noch ein bisschen ab. Das ist alles im FMC Path einmarkiert. Ah, jetzt braucht er doch Drag. Okay, bekommt er Drag. Sehen wir hier 162 bei Regendo. 154 und 141. 141 ist Endanflugsgeschwindigkeit oder ja. Finale Landegeschwindigkeit faktisch. Flaps 1. Genau vor uns. Da startet gerade von dem Flughafen die. Das ist die hier, ja. CRJ 900, die wird wohl auch landen vor uns. So, perfekt.
Flughafentechnisch sehe ich noch nichts. Aber es kann gut sein, dass das dieser große Fleck hier hinten ist, ja. Gehe ich jetzt erstmal davon aus. Flaps 2. Und hier rechts. C27. Das ist echt kompliziert, sich da genau einzufädeln. Hier, das ist die CRJ900. Und das hier könnte sein, dass das hier die 737 ist oder die Dash. Schau ich mal, ob ich vor denen noch reinkomme. Fliegt gerade hier runter, sinkt. Ja, die wird jetzt hier rüberfliegen und dann da so ein. Also, könnte tricky werden. Die beiden wollen früher oder später auf jeden Fall in Düsseldorf landen. Die Frage ist nur wann. Vor oder nach mir. Das bedeutet, so, schwenken jetzt auf die Runway ein. Sind wir schon. Nähert sich und ja. Localize alive. Damit sind wir offiziell die Nummer 2 beim Landen. Glide slope alive. Glide slope is captured. Flaps 5. Gear down. Machen wir mal einen kleinen Screenshot für Thumbnail. Hinten sehen wir Düsseldorf und dort gehen wir weiter. Speed machen wir jetzt manuell. Wir haben ordentlich Wind von links. Sieht man schon, dass wir ein bisschen schief bereits stehen. CRJ 900. Ist das? Ja. Landet vor uns. Sieht gut aus. Sieht sehr gut aus. Hoffen wir auch mal, dass es hinten keiner drauf liegt. Machen wir mal doch ein bisschen schneller. Pratt & Whitney A330 300 200. Vielleicht von Air Berlin. Alles klar. Autopilot off, manual flight. Jetzt leider mal wieder so ein Bug, dass bei der Scenery die Anzeige, also man sieht ja unten, dass ich im Glideslope eigentlich relativ gut drin bin und er sagt, ich bin hoffnungslos zu hoch. Naja.
Reverse. Aber von außen ist das echt schwer zu steuern. Kam aus der Sicht. 60 Nuts, Reverse off. War doch, naja, also mehr oder weniger gute Landung. Vielleicht ein bisschen hart, weil ich dann rausgeswitcht bin, aber naja, es ging. Die Kurve schaffe ich nicht. Ich glaube, das ist auch gar kein offizieller Taxiway da. Und damit herzlich willkommen in Düsseldorf. So, verlassen wir hier die Runway. So, machen wir nur schnell die Runway frei. Dann schalte ich die ganzen Lichter aus. So, Textlight natürlich on. Hier bleibt und die APU schon mal starten. Souverän. Das sieht man, wie viel hinter uns noch im Anflug waren. Also, da haben wir uns perfekt eingefädelt. Das war realistisch. Das gefällt mir. 321 von Air Berlin. Und der startet nach 320 über unseren Kopf hinweg. So. Also als ich in Düsseldorf war, war hier nicht annähernd so viel los, möchte ich mir kurz anmerken. Okay, das war auch an einem Sonntag, das ist logisch, aber trotzdem. Da ist die CRJ-900 aus dem Anflug schon wieder. Die verfolgt uns, die werden wir nicht mehr los. Und da hinten ist die andere, ist eine andere Turkish Airlines 737. Ich glaube, zu der stellen wir uns doch gleich mal hin. Wegen der CRJ-900 muss ich jetzt hier abbiegen. Ich hoffe mal, ich komme da noch irgendwie zum Terminal rüber. Ich denke mal schon, da rüberkommen wir, da ist glaube ich nur mit ne, da, perfekt. Alles klar. So. Ja. Müssen wir noch schnell genug sein, weil der will wahrscheinlich hier rechts hin. Wunderbar. Scheiße, Orientierung verloren. Da, genau. Man muss sich auch zum ans richtige Gate stellen hier. Und jetzt wieder rechts. Ein Hin- und Hergefahr ist das hier. Wow.
Düsseldorf International. Tickets habe ich noch habe ich vergessen auszumachen. Hehe, Schande über mich. Bring die erstmal hier einigermaßen mittig rein. Das war zu viel gebremst. So, wunderbar. Allererstes Mal Tickets off, dann Left Engine off. APU Generator connecten. Machen wir Triebwerk Nummer 2 auch noch aus. Und noch Beacon off. Genau, dann Ground Power connecten. Wheel Chocks, kann man die Park and Brake wieder ausmachen. Ground Power ist connected, alles klar. Dann machen wir hier Ground und dann schalten wir die APU off. Alle Pumpen aus. Elec auf. So, wunderbar, wunderbar. Das war der Flug von Istanbul nach Düsseldorf. Hier, ich glaube, die, ja. Hier ist schon wieder der Rückflug, der direkt startet. Wachablösung. TCJHE und RJFE. Ja. Wunderbar. Gefällt mir. Außer, dass der Jetway irgendwie nicht kommt, aber... Naja. Ja, das war auf jeden Fall mein Flug. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Könnt ihr noch hier unserem Kollegen beim Taxing zum Ding zuschauen, wenn uns das erlaubt ist. Da hinten fahren sie. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir hat es sehr gefallen. Vor allem die Landung war... Doch, schön, vor allem der Anflug. War ein bisschen windig, aber ansonsten lief's gut. Einzige Problem war, dass ich am Ende dann eben rausgeswitcht bin, damit ihr was von der Landung von außen seht. Und dadurch habe ich nicht mehr genau geschaut und deswegen habe ich da ein bisschen abgefangen. Aber war am Ende doch ganz gut. Ein bisschen weit links, aber nicht ganz mittig. Ansonsten läuft. Ich bedanke mich, wie gesagt, fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, wir sehen uns dann auch in einem der nächsten Videos wieder. Bis denn, haut rein, euer Benzer 740. Ciao.